Hallo zusammen. Heute mache ich ein Erklärvideo über das Schichtenmodell. Falls ihr euch für die anderen Videos von meinen Kollegen Emi und Hedge interessiert, sie werden unserem SOWI-Lehrer Herr Beger zugesendet und sie werden auch beim SOWI-Unterricht präsentiert. Seid gerne dabei. Der Ablauf ist wie folgt. Als erstes gehe ich auf die Begriffserläuterung ein. Ich erkläre die allgemeine Funktion des Schichtenmodells. Dann gehe ich auf die genaue Unterteilung der Schichten ein, also auf die Merkmale und welche Chancen man hat. Während ich die Merkmale und die Chancen beschreibe, gehe ich auch auf die Faktoren ein, deswegen seht ihr, dass ich das mit einer Klammer umrahmt habe. Zum Schluss erläutere ich noch die verschiedenen Modelle von Dahrendorf und Geisler und was es für Entwicklungen gegeben hat. Und zum Schluss, das steht zwar bei dem Ablaufsplan nicht dabei, werde ich eine Beurteilung zusammen erfassen und erschließen. Dann fange ich mal an. Das Schichtenmodell wird auch als soziale Schicht beschrieben. Sie definiert die Bevölkerungsgruppe einer Gesellschaft, welche einer Rangordnung zugeordnet ist. Meistens hängt die Rangordnung von bestimmten Faktoren ab, zum Beispiel der Wirtschaft, der Bildung und dem Berufsstand. Kommen wir nun auf die genaue Unterteilung der Schichten bzw. den Merkmalen, Chancen und den Faktoren. Das Schichtenmodell ist hauptsächlich in drei Schichten eingeteilt. Das sind folgende: die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht. Zu welcher Schicht die Person gehört bzw. angehören wird, hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist das der Machteinfluss, die Anerkennung, das Einkommen, wie viel man verdient und das, was man geleistet, zum Beispiel bei den Minijobs oder in einer Partei, in einer Gewerkschaft oder in verschiedenen Jugend- und Kinderorganisationen und so weiter. Es mag zwar sein, dass die Mittelschicht und die Oberschicht bessere Chancen und Startmöglichkeiten in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt insgesamt haben als die Unterschicht, aber es besteht die Chance für diejenigen, die in der Unterschicht sind, jederzeit seine Position bzw. seinen Status quo zu verändern, indem man aufsteigt. Stichwort sozialer Aufstieg. Kommen wir zu dem letzten Punkt, den unterschiedlichen Modellen von Dahrendorf und Geisler. Und als erstes möchte ich mit dem Modell von Dahrendorf beginnen. Ralph Dahrendorf hat sein Modell 1965, also in den 60er Jahren, wie man sieht, veröffentlicht. Er teilte sie in 7 Schichten, nämlich wie ihr seht, die Elite unter 1, dann kommt die Dienstklasse, dann kommt der Mittelstand, dann kommt der falsche Mittelstand, in Anführungszeichen gesetzt, dann kommt die Arbeiterelite, dann die Arbeiterschicht und zu guter Letzt die Unterschicht. Ralph Dahrendorf hat diejenigen, die einen Beruf ausüben oder viel Einfluss haben, in diesen Schichten unterteilt. Also laut Ralph Dahrendorf sind in der Elite weniger als 1%. Dort sind hauptsächlich Menschen, die viel Einfluss auf die Politik, Wirtschaft und die Gesellschaft haben. Also zum Beispiel Politiker, Ministerpräsidenten, Kanzler, Bundestagsabgeordnete, Unternehmen, Manager, Geschäftsführer, Aufsichtsratsvorsitzende, Vorstandsvorsitzende und so weiter. In der zweithöchsten Stufe, wie ich es eben angedeutet hatte, der Dienstklasse, sind Menschen, die in der Verwaltung und bei staatlichen Institutionen arbeiten. Also zum Beispiel Beamte, Lehrer, Richter, Staatsanwälte und so weiter. Im Mittelstand, das kommt dann als nächstes,
sind Selbstständige. Also zum Beispiel Blumenverkäufer, Menschen, die im Groß- und Außenhandel tätig sind, Menschen, die einen eigenen Laden geöffnet haben oder die eine Vision haben, das Geld dazu besitzen und so weiter. Kommen wir nun zu dem falschen Mittelstand. Ja, das war ein Anführungszeichen, aber die große Mehrheit zählt diese zu den Angestellten und den Mitarbeitern. Aber anscheinend tut das der Herr Dahrendorf nicht. Danach kommt die Arbeiterelite. Dort sind Menschen, die in ihrem Beruf Beförderung bekommen haben und somit auch viel mehr Geld verdienen. Zum Beispiel ein Meister wie in der Kfz, Steiger, Schlosser und Buchdrucker. Dort hat man schon gut Chancen, Beförderung zu bekommen. Bei anderen Berufen ist das normalerweise auch so, aber das häufig kommt das bei den genannten Berufen vor. Als vorletztes kommt die Arbeiterschicht. Dort sind hauptsächlich Menschen, die von größeren Firmen und Konzernen zu anderen Tochtergesellschaftsfirmen verlegt werden und dort 4 Wochen arbeiten, dann müssen die wieder zu einem anderen Standort umziehen, aber für sehr, sehr wenig Geld. Und solche sind in der Arbeiterschicht. Und da war in den 60ern war der Anteil bei 45%. Die letzte Schicht in diesem Modell ist die Unterschicht. Dort sind sehr viele Arbeitslose und Obdachlose. Ja gut, 5% hört sich zwar wenig an, aber wenn man das bei ganz Deutschland betrachten würde, sind das schon sehr, sehr viele Menschen. Zurzeit liegt das zwischen 2 bis 3 Millionen Arbeitslosen, also aktuell 2020. Zu dieser Schicht gehören ebenfalls Obdachlose und auch Menschen, die so sehr wenig Geld verdienen, dass sie sich nichts mehr leisten können und keine Eigentümer mehr haben. Kommen wir nun zum letzten Teil des Videos. Dort rede ich über das Modell von Rainer Geißler. Er hat das von Dahrendorf übernommen und im Jahr 2009 erweitert, indem er die Schichtstruktur differenziert hat. Und da erkennt man, dass sich der Mittelstand der Selbstständigen und die Arbeiterschicht im Laufe der Jahre verkleinert hat. Zum Vergleich. Beim Modell von Dahrendorf bei der Arbeiterelite sieht man, dass es noch einen Anteil von 5% in der Bevölkerung hatte. Aber beim Modell von Geißler sieht man, dass es sich innerhalb von 50 Jahren ungefähr, denn das einmal das ein Modell von den 60er Jahren und ein Modell von 2009 um 4% verringert hat. Beim Mittelstand genauso, hier waren 20% und dort sind es 19%. Wie man am Modell sieht, hat er den Mittelstand in drei Kategorien unterteilt, nämlich der oberen Mittelstand, dem oberen Mittelstand, der mittleren Mittelstand und der unteren Mittelstand. Ein weiterer Unterschied zum Modell von Dahrendorf ist, dass er hier noch die ausländischen Dienstklassen angegeben hat und wie viel der Anteil davon betrifft. Also bei den Facharbeitern und bei der mittleren Dienstklasse. Und als Begründung hat er angegeben, dass sie rechtlich nicht gleichgestellt und häufig vor Integrationsproblemen sind. Laut Geiser gehören diejenigen zum oberen Mittelstand, die einen akademischen Beruf ausüben oder auch ein Studium haben, zum Beispiel Anwälte, Ärzte, Steuerberater, Architekten, Unternehmensführer und so weiter. Ja, und dazu gehören auch diejenigen, die
die Industrie führen, den Handel und diejenigen, die im Finanzsektor zuständig sind. Zur mittleren Dienstklasse gehören Menschen, die eine Fachausbildung abgeschlossen haben, wie Computertechniker, Buchhalter, Erzieherin, Sozialarbeiter, wie am Anfang erwähnt, die Groß- und Außenhandelskaufleute und weitere ähnliche Geschäftsführer. Zum mittleren Mittelstand gehören Beschäftigte, die im Handwerk, Handel, in der Gastronomie und anderen Bereichen zuständig sind, aber eine deutlich höhere Fachausbildung abgeschlossen haben. An der Arbeiterelite hat sich außer an dem prozentualen Anteil bei dem Berufsangestellten, also denjenigen, die eine Beförderung bekommen und dann auch Meister werden können und Steiger, daran hat sich nichts verändert. Der letzte Teil des Mittelstands ist der untere Mittelstand. Dort sind die Selbstständigen, aber ohne Beschäftigte oder Auszubildende. Als nächstes kommen die gelernten Dienstleister. Das sind Fachkräfte, also Angestellte im Büro, in der Verkaufsbranche, in den Restaurants und den Gastronomiebetrieben, in der Betreuung zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen und Menschen, die in der Pflege und ähnlichen Berufen zuständig sind. Danach kommen die Facharbeiter. Die Facharbeiter sind qualifizierte Handwerker, Elektriker, Mechaniker. Das sind Menschen, die sich in diesem Beruf gut auskennen, die den jahrelang ausgeübt haben. Und solche Menschen sind auch auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Also, wie ich ganz am Anfang des Videos den sozialen Aufstieg angesprochen habe, haben sie die Chance, dass sie zum Beispiel von Facharbeiter zum gelernten Dienstleister werden könnten oder sie könnten direkt zur Arbeiterelite gehören.